Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo bei mir auf dem Kanal. Heute in der Physik zum Thema Versuch von Cavendish geht hier um die Herleitung des Coulomb-Gesetzes. So, wie gesagt, wir haben ja bisher uns schon ein bisschen mit Plattenkondensator beschäftigt. Wir wissen, was eine elektrische Feldkonstante ist. Wir wissen, was eine Flächenladungsdichte ist. Wir wissen, was die Kapazität eines Kondensators ist. Heute geht es also da in diesem Sinne weiter. Und ich mache folgenden Versuch. Sieht man jetzt hier auf diesem Bild sehr schön. Ich habe hier zwei gegenüber dem Boden isolierte Halbkugeln. Ja, die habe ich hier auf so Ständer. Das heißt, die kann ich bewegen. Und in der Mitte habe ich eine Kugel auf einem isolierten Stab. Das ist so eine Kupferkugel. Die habe ich hier in der Mitte. So, was mache ich jetzt? Ihr seht hier, ich habe hier hinten eine Stromquelle diesmal, eine Starkstromquelle. Mit sowas muss man vorsichtig sein, weil die gibt jetzt immerhin doch 10 Kilovolt aus und wenn man die sich aus Versehen durch den Körper jagt, ist das nicht gesund. Deswegen lässt man sowas bleiben und muss vorsichtig arbeiten. Mit dieser ist hier eine Sonde verbunden und mit dieser Sonde kann ich hernach diese Kugel in der Mitte laden. Da messe ich hier mit der Messsonde, die ist hier mit einem sogenannten Coulombmeter verbunden. Das Coulombmeter, das misst mir also die Ladung direkt. Das ist das Schöne, weil da brauche ich keine weiteren Zwischengeräte. Und mit diesem Gerät kann ich dann die Ladung dieser Kugel messen. Ja, und danach schiebe ich diese beiden äußeren Kugeln zusammen. Muss aber aufpassen, dass die keinen leitenden Kontakt mit der unteren Kugel kriegt. Und dann messe ich wiederum mit der Messsonde die Ladung der äußeren Kugel. So, und das führen wir jetzt mal durch. Ich habe also hier, ist jetzt hier die Ladung der Kugel mit der Ladungssonde. Ja, sieht man hier nochmal schön. Dann gehe ich mit der Sonde, mit der Messsonde hin und ich messe hier eine Ladung von 4 Nanocoulomb. Ja, also 4 Nanocoulomb messe ich hier. Und danach sieht man jetzt, beginne ich diese Kugeln vorsichtig zusammenzuschieben, um die innere Kugel sozusagen rum. Und jetzt messe ich wieder mit der Messsonde und das sieht dann im größeren Bild so aus. Und ich sehe hier, ich kriege eine Ladung von 5 Nanocoulomb. So, und jetzt habe ich das also als Messergebnis. Jetzt kann ich die Kugel noch abmessen, dann stelle ich fest, die Radius der Halbkugel, also der großen Kugel, ist 10 Zentimeter, also 0,1 Meter. Und der Radius der Innenkugel, der ist 0,89 Meter. So, jetzt kann ich daraus die Ladung der Innenkugel, habe ich gesagt, sind 4 Nanocoulomb, also 4 mal 10 hoch minus 9 und da kommt das N natürlich weg, wenn ich es mit der Potenz schreibe, also nur noch Coulomb. Und bei der geschlossenen Halbkugel sind es 5 Nanocoulomb. Gut, dann kann ich jetzt, möchte ich für beide Kugeln die Ladungsdichte bestimmen, das Sigma. Wer jetzt Lust hat, kann das mal selber machen, kann den Film hier anhalten, ansonsten zeige ich das kurz. Wie gesagt, wir wissen, die Flächenladungsdichte ist Ladung durch Fläche. Ladung habe ich gemessen, das ist Q und ich habe eine Kugel, also Kugeloberfläche wäre meine Fläche, auf der sich die Ladung verteilt und die rechne ich aus mit 4 mal Pi r². Und das kann ich jetzt machen für die innere Kugel, dann kriege ich 4 mal 10 hoch minus 9 durch 4 Pi mal 0,089 Meter im Quadrat, kommt raus 4,0 mal 10 hoch minus 8 Coulomb durch Quadratmeter. Kann ich für die Außenkugel genauso machen, nehme ich 5 mal 10 hoch minus 9 Coulomb, geteilt durch 4 Pi mal 0,1 Meter im Quadrat, kriege ich auch 4,0 mal 10 hoch minus 8 Coulomb durch Quadratmeter heraus. So, und jetzt stelle ich fest, wenn ich die beiden vergleiche, dann haben also die beiden, die große Kugel, die ich außen rum gegeben habe, die besitzt jetzt die gleiche Flächenladungsdichte wie die Innenkugel, obwohl ich ja nur die Innenkugel geladen habe. Und das ist ein sehr interessantes Ergebnis und das brauche ich ja nach, wenn ich ja nach über die Kraftwirkung von einer Ladung auf die andere aussagen will. Und das ist das
Ergebnis dieses Versuchs von Karl Wendisch, dass also beide Kugeln die gleiche Flächenladungsdichte besitzen. Das würde man hier so jetzt notieren in einem Merksatz. Und jetzt gibt es einen weiterführenden Auftrag, nämlich ich möchte einen Zusammenhang zwischen der elektrischen Feldstärke und der Flächenladungsdichte andererseits haben. Und als zweites möchte ich, dass man aus der Mittelstufe nochmal mit dem Wissen aus der Mittelstufe die Formel für die elektrische Feldstärke E ist gleich U durch D beim Plattenkondensator beweist. Wenn es wieder machen will, darf das jetzt selber machen. Ansonsten kann er jetzt weiter zuhören. Die Lösung des ersten Auftrags. Also, ich fange an und ich weiß jetzt mal das, was ich kenne. Ich weiß, was eine Kapazität ist. C ist Q durch U, also Ladung durch Spannung, die anliegt. Und gleichzeitig ist die Kapazität durch die Geometrie des Plattenkondensators bestimmt. Also C ist gleich Epsilon mal A durch D. So, jetzt kann ich die beiden gleichsetzen, die beiden Terme für C, und kriege folgende Gleichung. Die kann ich jetzt schon mal ein bisschen umstellen, nämlich ich kann sagen, Q durch U ist gleich Epsilon mal A durch D. Und jetzt kann ich das A, das kann ich hier runterziehen, deswegen steht hier Q durch A, und das U kann ich hier rauf multiplizieren, deswegen steht hier U durch D. Also Q durch A ist gleich Epsilon mal U durch D. So, jetzt weiß ich ja aus dem zweiten Auftrag schon mal, dass U durch D die elektrische Feldstärke beim Plattenkondensator ist. Also kann ich schreiben, Q durch A ist gleich Epsilon mal groß E. Und ich weiß aber, dass Q durch A die Flächenladungsdichte Sigma ist. Deswegen schreibe ich hier ein Sigma hin. Dann ist Sigma gleich Epsilon mal E. Oder aber Epsilon ist gleich Sigma durch Epsilon. So, dann habe ich den ersten Auftrag schon mal. Und auf die äußere Kugel kann ich jetzt dann sozusagen feststellen, dass da die gleiche elektrische Feldstärke wirkt. Warum? Weil ja die elektrische Feldstärke direkt proportional zu Sigma ist, zur Flächenladungsdichte. Nach Karl Wendisch weiß ich, dass die Flächenladungsdichte für beide Kugeln gleich ist. Also ist die elektrische Feldstärke, die auf die äußere Kugel wirkt, genauso groß, wie ich es hier ausrechnen kann. Gut, der zweite Auftrag, das ist der mit der Mittelstufe, den machen wir jetzt über die Arbeit. Ich möchte eine Ladung von einer Platte des Kondensators zur anderen Platte rüberschieben. Dazu muss ich elektrische Arbeit verrichten. Die wissen wir aus der Mittelstufe ist U mal I mal T. Jetzt andererseits kann ich auch noch wissen, dass I mal T, weiß ich auch aus der Mittelstufe, dass das Q ist, also ist W gleich Q mal U. So, andererseits ist eine Arbeit immer Kraft mal Weg. Ja, der Weg, den es zurücklegt von einer Platte auf die andere Platte, ist der Abstand der beiden Platten, also klein d. So, und die Kraft F ist Ladung mal elektrische Feldstärke. Also kann ich sagen, Q mal E mal D. So, jetzt, es handelt sich um die gleiche Arbeit, also kann ich das gleichsetzen. Ja? Und wenn ich das gleichsetze, dann kann ich nach E auflösen und bekomme E ist U durch D. Und das war der zweite Auftrag. So, und jetzt kann ich mich fragen, wie schaut es denn aus, wenn eine Ladung hier auf der äußeren Kugel sitzt? Meine Ladung nenne ich mal klein Q. Ja, und durch diese große Kugel, die rot außen gezeichnet ist, geht das elektrische Feld der inneren Kugel. Und wir wissen, Flächenladungsdichte hier oben genauso groß wie hier unten. So, dass Sigma gleich Epsilon mal E ist, das habe ich vorher gerade bewiesen. Und jetzt kann ich weitermachen. Jetzt kann ich eben mit der Kraft weitermachen. Und zwar weiß ich, die Kraft auf F, die rechne ich Ladung Q, also diese Ladung hier, Probeladung, mal die elektrische Feldstärke, die hier durch dieses Feld ausgeübt wird, das von der inneren Kugel kommt. Das kann ich eben über Karl Wendisch aussagen. Und ich weiß noch, E ist Sigma durch Epsilon. Gut, jetzt kann ich sagen, was ist Sigma? Naja, Sigma ist wegen Karl Wendisch eben die Ladung Groß Q, die diese Kugel hier besitzt, geteilt durch 4 Pi mal R Quadrat, nämlich
den Radius. Ja? So, jetzt kann ich das in 1 einsetzen. Dann kriege ich also f ist q mal groß Q durch 4pi r Quadrat mal Epsilon. Ja? R Quadrat, Radius dieser Kugel. So, und jetzt kann ich noch ein bisschen umstellen, dann sieht das Ganze so aus. F ist 1 durch 4pi Epsilon mal die Probeladung Q mal die felderzeugende Ladung Q durch R Quadrat. Und damit habe ich praktisch letztendlich die Kraft bestimmt. Ich habe jetzt eine quantitative Beschreibung dieser Kraft, die dieses elektrische Feld, das hier ausgeübt wird, auf diese Probeladung Q ausübt. Ja? Und dieses Gesetz nennt man das Kraftgesetz von Coulomb, also es ist das elektrische Kraftgesetz von Coulomb. Und wenn wir uns jetzt das anschauen, dann schaut es fast so aus wie ein anderes bekanntes Kraftgesetz vom letzten Jahr aus der 10. Klasse, nämlich das Gravitationsgesetz. Ja? Also wie gesagt, die zwei Gesetze haben nämlich eine Gemeinsamkeit, nämlich die Kraft ist abhängig vom Abstand der beiden Ladungen im Quadrat. Und beim Gravitationsgesetz war es der Abstand der Massen im Quadrat. So, damit wäre ich für heute fertig. Ich hoffe, es war für alle was dabei. Ich freue mich, dass ihr bei mir im Kanal dabei wart. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, bis wir uns das nächste Mal sehen und sage bis dahin Servus.